In seiner Heimatstadt Dresden ist Ralf Kerbach kein Unbekannter. Im Gegenteil. Er gehört zu den wichtigsten Malern der Stadt und ist Professor an der Hochschule für Bildende Künste. Hier studierte Kerbach ab 1977 Malerei und Grafik, allerdings nur 2 Jahre lang. Nach seiner Beteiligung an der für DDR-Verhältnisse provokanten Türenausstellung im Leonardi-Museum wurde er 1979 zur Exmatrikulation gedrängt. Es folgte die Emigration nach Berlin 1982 und damit ein Aufbruch ins Ungewisse. Es war Kalter Krieg, es ist ein anderes gesellschaftliches System gewesen und auch damit im Zusammenhang eben eine vollkommen andere Kunstauffassung. Und hatte da am Anfang ziemliche Schwierigkeiten und musste mich da wie durchkämpfen, also in diesen neuen Verhältnissen. Man hatte wenig Geld, man musste nachts schon, also tagsüber jobben gehen, also tapezieren und Malerarbeiten ausführen, um nachts zu malen. Das war ja nicht so, dass man im VBK der bildenden Künste in der DDR aufgenommen wurde und dann Aufträge erhielt, wie das in der DDR war, sondern man war auf Sicht gestellt, wo ich aber heute drüber sehr froh bin, weil das für mich prägende Jahre waren. Von diesen prägenden Jahren der 80er und 90er erzählt nun eine kraftvolle Sonderausstellung in der Städtischen Galerie Dresden unter dem Titel Weltinnenraum. Auf großformatigen Leinwänden fand Kerbach Bilder für das, was ihn fundamental berührte, gar erschütterte. Die Spaltung Deutschlands, der Weggang aus Dresden, der Mauerfall oder die Wiedervereinigung des bis dato geteilten Deutschlands gehören zu den Zäsuren in seiner Biografie. Das sind oft Riesen in diesen Gemälden von Ralf Kerbach. Die sind verletzt, die tragen Verbände, die bluten, die sind zur Hälfte weggesprengt, weggebrannt. Das alles zeigt eine, wie gespalten, wie das Gefühl des Gespaltenseins in Ralf Kerbach ans Äußere dringt. Also es ist vielleicht ein privat, aus biografischen Gründen hervorgerufenes Gefühl, was aber in der Malerei malerisch nach außen dringt. Vielleicht, das ist eine These, eine Vermutung, haben alle Heimatlosen, die einmal gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, vielleicht empfinden die ebenso diese Spaltung in sich, dass die eine Hälfte immer noch in der Heimat verbleibt und die andere Hälfte aber dort ist, wo sie ist. Man hat eine Biografie und hat bestimmte Brüche in der Biografie. Das konnte man sich nicht aussuchen. Ich möchte das jetzt nicht mit so einem pathetischen Begriff Schicksal umschreiben. Es war einfach die Situation, in der wir gelebt haben, wo ich heute sehr froh bin, dass das wirklich vorbei ist, dass das 1989 da erledigt wurde. Und ja, aber trotzdem spielen biografische Ereignisse eine Rolle, die immer als Hintergrundstrahlung mitarbeiten. Es ist die Verbindung einer persönlichen Empfindung mit allgemein relevanten Existenzerfahrungen, die Kerbachs Bildsprache kennzeichnen. Abschied, Einsamkeit, Verlust, Misstrauen, Schmerz, aber auch Hoffnung. In vielen Werken sind dramatische Momente enthalten, die den Betrachter zur permanenten Auseinandersetzung anregen. Wenn man zum Beispiel dieses eine Gemälde Kain und Abel als Beispiel heranzieht, er hat es 1989 gemalt, also in dem Jahr, als wir freudig in die deutsche Einheit gegangen sind. Aber wenn man sich mit dem Mythos von Kain und Abel auseinandersetzt, dann entsteht ein Mord aus Neid und Hass. Und in dem Augenblick, wo der Mord geschieht, zerstört derjenige aber, der eigentlich der Sieger ja ist, seine eigene Existenz. Also es kippt dann wieder um und dadurch entsteht diese enorme Dramatik, enorme Spannung. Und was ganz wichtig ist, und da ist Ralf Kerbach durch und durch auch ein Maler, es geht von der Farbe aus. Sie müssen die Wirkung der Farben auf sich wirken lassen. Sie sehen in meinem Pyroman ein feuriges Rot, was in einem ganz kühlen Rosa dieser Sonne steht. Sie sehen ein Schwarz von den umherfliegenden Brocken. Das ist die Energie der Farbe. Und da ist er eben wirklich durch und durch souveräner Künstler, der natürlich die Farbe als grundlegendes Ausdrucksmittel begreift und damit umgeht. Nur so kann er auch wirklich diese großen Formate bewältigen.
Beim Bild, was neu angefangen wird, ist es eigentlich immer ein Sprung ins kalte Wasser. Es ist immer wieder ein Neuanfang und es sind immer wieder Schwimmversuche, in dem, dass man eine bestimmte Idee hat, eine Vorstellung, aber die ist nie ganz konkret ausgeführt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel genau wüsste, wie das Bild aussehen würde, würde ich es nicht mehr malen.1992 führte Kerbachs Weg wieder nach Dresden. An der HFBK nahm er eine Professur für Malerei und Grafik an und ist bis heute an seinem einstigen Studienort tätig. Mit dem Rückgang nach Dresden schließt sich damit ein biografischer Kreis. Bei meiner Ausreise habe ich ein Gepäck mitgenommen, was ich in Dresden erworben habe. Das habe ich nicht stehen lassen. Und zwar also diese wichtigen Jahre, zum Teil mit dem Zeichner von Gerhard Kettner, von dem ich einiges mitbekommen habe. Auch die prägenden Jahre mit A.R. Penck zusammen, damals in seinem Atelier. Und da habe ich mich sehr gern dran zurückerinnert, auch in meiner Odyssee dann bis nach Frankreich und so weiter. Das war eigentlich immer gegenwärtig. Ich bin dann 1992 hier berufen worden, unter der Hinsicht, dass ich vielleicht irgendwie einen Baustein aufnehmen könnte und weiterführen könnte, der auch hier war, also mit einer bestimmten Zeitlosigkeit der Malerei. Seine Studenten und jeder Betrachter seiner Malerei schöpft aus Kerbachs Wissen um das Erlebte während der Umbruchjahre. Für die Ausstellung wurden die Hauptwerke jener Zeit aus Museen und privater Hand zusammengetragen. Viele sind erstmals öffentlich zu sehen. Damit dürfte die Schau selbst für Kenner eine Überraschung sein.